Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zur neuesten Top 10. Heute geht es um die Huntsman Knives. Und wir beginnen direkt mit dem 10. Platz. Da liegt bei mir das Ultra Violet. Es kostet 121 Euro und ist, ja, auf dem 10. Platz eben schon zu ahnen, nicht das Besondere oder das Tollste. Aber dieser violette Griff hat schon irgendwie was. Die Huntsman Knives an sich sind auch wieder Knives, die so ein bisschen mehr in die Richtung Messer überhaupt gehen. Also realistisches Messer, nutzbares Messer für den Kampf. 121 Euro habe ich eben schon gesagt, ja. Weiter geht's. Auf dem 9. Platz liegt bei mir das Fade. Hier ist es auch wieder so, dass diese Pastellfarben, diese weichen, leichten Farben nicht sehr gut zu dem Messer passen, finde ich. Es ist eigentlich so ein richtiges, brutales Messer. Zumal dann auch der Griff einfach nur so grau ist. Wenn er wenigstens komplett schwarz wäre oder so, wäre das wieder eine andere Geschichte, aber naja. Es kostet 194 Euro und liegt damit, was jetzt so die Fade-Messer an sich angeht, vom Preis her, glaube ich, eher also so im mittleren Bereich oder im, ja, Standardbereich. Und ja, Platz Nummer 9. Auf dem 8. Platz liegt das Tiger Tooth. Das passt viel besser auf dieses Knife, auf so ein großes Knife mit einer großen Fläche. Da kommt es sehr gut zur Geltung, wie ich finde, auch hier oben das weitergeführte extrem schick, extrem nice, super puppa. Ich denke, beim Huntsman Knife ist es auch wieder so wie bei diversen anderen Knives, wie zum Beispiel beim Gut Knife, glaube ich, dass es einfach Leute gibt, die dieses Messer wirklich mögen oder es überhaupt nicht mögen. So ein Zwischen- oder Mittelweg ist da, glaube ich, schwierig. Mir gefällt es ganz gut. Es kostet 228 Euro. Und ja. Auf dem 7. Platz liegt bei mir das Damascus Steel. Wie immer, ein Narses Knife. Es passt nicht so ultra gut jetzt speziell zu dieser Messerart. Da ist es deutlich besser. Also einfach auf etwas Glattem. Nicht hier mit diesen Furchen und hier oben mit diesen Zähnchen und sowas. Es sieht trotzdem gut aus, so ist es nicht, aber es passt dann doch auf andere Knives mit einer breiten Klinge, die einfach nur glatt ist, irgendwie besser. Kosten 127 Euro. Wie immer von CSGO Stash übrigens, diese Information der Preise. Auf dem 5., 6. Platz, auf dem 6. Platz liegt der Slaughter. Das ist ein sehr passendes Knife für diesen Skin. Oftmals habe ich den ja gar nicht mit dabei und er fragt, hey, wo ist der Slaughter? Hier ist es und sogar auf dem 6. Platz. Da kann man überhaupt nicht meckern. 169 Euro kostet der Spaß und das gibt schon eine Einheit. Der Skin mit dem Messer, das sieht wirklich gut aus. Auf dem Platz Nummer 5 liegt das Case Hornet. Ist jetzt nicht das best ausgesucht. Ja, das gefällt mir schon ein bisschen besser. Mir gefällt es, wenn halt ein hoher Blauanteil da ist und nicht so viel Gelb-Gold oder was es ist. Das geht. Oh, guck mal, hier oben sieht es sehr schick aus. Da ist es sehr schön. Da ist natürlich auch wichtig, welches Pattern man hat, welches Knife man schlicht und ergreifend hat. Das hier ist noch ein Ticken. Also, worauf ich hinaus will, wenn hier oben am Griff eher dunkelblau oder lila das Ganze schimmert, dann geht der Griff hier geschmeidiger rein, also vom Optischen her. Wenn das jetzt wirklich so ganz gelb oder hellgelb ist und der Griff halt eben dieses Grau hat, dann, ja. 246 Euro bis jetzt das teuerste hier bei diesem Huntsman Knife Top 10 Video. Aber es geht ja noch weiter. Und da haben wir natürlich das Rust Coat auf dem 4. Platz mittlerweile. Ja, tatsächlich 4. Platz. 137 Euro. Ich weiß, es gibt es natürlich auch in anderen Stufen für deutlich weniger. Wir hatten gerade letztens bei diesen Knives, wo es darum ging, was kostet das bei mir, wo habe ich die Informationen her und sowas. Hier nochmal, also ich nehme von CSGO Stash den teuersten Preis an in Nicht-Stat-Track. Ihr wisst ja, wir sind bei Platz 4, das heißt, ihr könnt jetzt raten, was auf meinem 3., 2. und 1. Platz liegt. Ratet mal kurz. Und genug geraten. Auf dem 3. Platz liegt das Crimson Web. Ja, ich weiß. Endlich mal ganz, ganz weit vorne. Rot passt wirklich extrem gut auf dieses große Messer. 538 Euro und somit auch das teuerste Knife hier in der gesamten Top-10-Liste von den Huntsman-Dingern. Es ist schon wirklich was, oder? 538 Euro, was man sich davon alles kaufen kann. Nice, nice. Wenn jetzt der Griff noch so dunkel wäre wie die Schraube hier oder diese Niete oder was es ist, sehe ich sie. Aber so, naja. Auf dem 2. Platz liegt das Marble Fade. Bunte Farben, die kräftig sind, sehen dann doch ganz gut aus. Und dieses Huntsman Knife hat auch die Länge, um die Farbwiederholung öfter zeigen zu können. Na, man sieht hier oben gelb, blau, rot, gelb, blau und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das bei einem anderen Knife auch so viel oder so weit zu sehen ist. Kosten 278 Euro. Der Platz war der 2. Kommen wir nun zum 1. Platz. Natürlich das Doppler. Das ist jetzt nicht das Beste. Obwohl, es gibt hier natürlich auch andere Ausarbeitungen. Oh, wie zum Beispiel das hier. Es müsste noch ein bisschen mehr grün sein. Noch ein Ticken, so blau-grün. Sick. Vielleicht dann noch ein bisschen lila, ist in Ordnung. Das ist jetzt nicht das Optimale, aber egal, damit ihr so eine ungefähre Vorstellung habt. Kosten 344 Euro. Es ist auf dem 1. Platz und hat jetzt in dem Fall auch Stat-Track. Aber wie gesagt, das fällt nicht in die Kosten hinein. Mit Stat-Track kostet es, glaube ich, nochmal 50 oder 100 Euro mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, das war das Top 10 zu den Huntsman Knives. Es fehlen jetzt noch, ich glaube, 3 Knives. Ja, noch 3 Knives fehlen und dann haben wir die komplette Waffenliste, Messerliste von CSGO abgearbeitet und zu allen Dingen eine Top 10 erstellt. Das ist schon wirklich dann,
ein Applaus wert, wenn es soweit ist. Wir haben ja gerade so viele Sachen noch am Laufen, also den ganzen CSGO-Kram, Turn 2, Matchmaking, Overwatch und eben auch Cuphead und Fallout, dass ich hier langsam mal was fertig machen muss, ne? Und ja, noch 3 Messer sind, dann sind wir fertig. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao!